Hallo meine Kreativvölkchen, schön, dass ihr da seid. Ich baue heute das zweite von diesem Foam Christmas Cottage auf. Ihr erinnert euch bestimmt letzte Woche an das mit dem kleinen Rentier hier vorne. Heute bauen wir das mit dem kleinen Schneemann, also Weihnachtsmann. Wieder 60 Teile ab 5 Jahre und wir schauen mal rein. Ich hoffe, dass nach dem Chaos beim letzten Mal mit dem Klebestreifen, welche ich nicht erkannt habe als Klebestreifen, ich dieses Mal kein Chaos haben werde. Ich werde drauf achten. So, wir haben wieder ganz, ganz viele Teile. Ich gehe davon aus, dass es genauso aufgebaut wird wie das letzte. Und bin gespannt, höchstwahrscheinlich, so wie das aussieht, hat es nur andere Farben. Und halt dieses Mal ein Weihnachtsmann. Auf jeden Fall lösen wir erstmal die ganzen kleinen Teilchen heraus. Ich habe jetzt, oh Gott, ist hier viel Glitzer. Ich habe jetzt erstmal alles rausgelöst oder fast alles. Diese kleinen Deko-Teilchen habe ich drin gelassen. Wie beim letzten auch eine Anleitung. So soll es aussehen, was man macht. Also im Endeffekt ist es genauso aufzubauen wie das andere Haus. Und da ich schon die Erfahrung mit dem anderen Haus gemacht habe, muss ich ehrlich gestehen, ich werde mich nicht hundertprozentig an die Anleitung halten. Sprich, ich fange erstmal an und klebe erstmal hier meine Tür und meine Fenster auf. Das kommt als erstes dran, weil die waren das letzte Mal super, super schwierig aufzukleben, wenn das Ganze schon stand. Dieses Mal sind die Sachen auch nicht mehr so schön ausgestanzt wie das letzte Mal. Was ich sehr, sehr schade finde. Das letzte Mal war es, also das letzte Häuschen war so toll verarbeitet und die Sachen gingen so toll raus. Und dieses Mal leider nicht. Ist irgendwie so ein halber kleiner Kampf. Also was heißt ein Kampf? Nicht unbedingt. Aber es ist halt schwieriger als das letzte Mal. So. Im Liegen ist es doch viel, viel angenehmer aufzukleben, als wenn das klebt, also als wenn es steht. Ich hoffe, ihr seht alles. Und diesen Streifen, diesen unglaublich unscheinbaren Streifen, darf ich nicht wieder verlieren oder verlegen oder übersehen, wie das letzte Mal. Denn das ist mein Klebestreifen, der ist wichtig. Ihr habt gesehen, das letzte Mal habe ich ihn gesucht. Er war direkt vor meiner Nase. Und ja, naja, das passiert. Manchmal sieht man vor lauter Sachen den Klebestreifen nicht mehr. Huch. Etwas schepp. Aber das ist nicht schlimm. Also mich stört es zumindest nicht. Aber wie gesagt, die Sachen, gerade die beschichteten Sachen, sind nicht so schön ausgestanzt wie die wie beim letzten Häuschen. Ihr merkt ja, es geht nicht so ordentlich raus. Super schade. Super, super schade. Ich hatte mich so auf dieses Häuschen gefreut. Bin davon ausgegangen, naja, das wird genau das gleiche wie das letzte Häuschen. Mega knuffig, eine süße, nette kleine Hochhilfe. Bastelei. Du hast was draus gelernt. Achte auf den Streifen.
Sortiere deine Sachen, stell dir einen Müllbehälter nebenhin. Da fasse ich auch ständig rüber, dass ich die Sachen gleich wegpacke, die ich nicht mehr brauche. Ich weiß ja jetzt, was ich brauche und naja, es hängt. Dadurch wird es schief. Aber Weihnachtshäuschen dürfen gerne windschief sein. Das ist ja nicht nur Hexen vorbehalten. Oder ist das nur Hexen vorbehalten? Ich finde nicht. Warum sollten nur Hexen und nicht auch Weihnachtsmänner das Recht haben, in windschiefen Häusern zu wohnen, wenn sie das wollen? Natürlich nur, wenn sie es wollen. So, Nummer 1. Nummer 2 und 3 und das letzte. Vielleicht bin ich mit dem letzten auch ein bisschen vorsichtiger umgegangen. Das kann ich jetzt nicht sagen. Das könnte natürlich auch sein. Hilfe, nicht zusammenkleben. Es klebt überall nur nicht da, wo es kleben soll. Fuck, und es ist verrissen. Käsekuchen aber auch. Vielleicht gehe ich dieses Mal wirklich ein bisschen grober mit den Sachen um. Falls ja, tut es mir sehr leid. Aber ich finde es okay. Eigentlich ist es schade, aber es ist okay. So. Ach so, genau. Die Fußmatte. Hier, das ist das Schildchen. Das Schildchen kommt wahrscheinlich wieder auf ein Schildchen. Genau. Das ist die Fußmatte. Da gehören diese Sachen drauf. Nummer 1. Und Nummer 2. Dieses Mal ist dafür aber die Fußmatte echt gerade geworden. Dann kommt auf die Tür der Türknauf. Und unter die Fenster kommen diese Teilchen. So, Nummer 1. Und natürlich auch Nummer 2. Du sollst daneben gehen. Dann haben wir erstmal die Mitte. Das hier war schon umgeknickt, das ist schade, aber das ist okay. Und hier kommen wieder die Seitenteile hin. Seitenteil Nummer 1, das ist das Dach, das ist auch das Dach. Das ist dieses Seitenteil. Das hier ist die Front. Das habe ich falsch rum reingesteckt. Und hier hinten ist das Rückteil. Also wenn man es einmal gemacht hat, weiß man, wie es geht. Ich gehe auch davon aus, dass die Farben sich super austauschen lassen. Also dass aus beiden Häuschen zusammen ein bzw. zwei bunte Häuschen gemacht werden, bzw. gemischte Häuschen. Dann haben wir hier einmal die Fußmatte. Die kommt hier unten drunter. Dann sieht man auch gar nicht mehr, dass die Tür schräg klebt. Da ist die Fußmatte.
Weihnachtsmann packe ich später davor. Machen wir weiter mit dem Häuschen, also mit dem Dach. Das Rückteil. Das Vorderteil. Ja, eindeutig, ich merke an mir, ich bin nicht mehr so vorsichtig wie das erste Mal. Dadurch, dass ich schon weiß, wie es zusammengebaut wird, bin ich da, weiß ich nicht, habt ihr das auch? Oder seid ihr auch beim zweiten Mal vorsichtiger, will ich jetzt nicht sagen. Aber nicht so forsch. Ich bin forscher, das fällt mir auf. Ich weiß, wo was hinkommt und dann bastel ich bzw. baue es auch etwas schneller zusammen. Habt ihr das auch? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ihr wisst ja, ich lese eure Kommentare super, super gerne. So. Das sind die Dachstücke. Die werden so zusammengebaut und dann nochmal hier vorne reingesteckt. Und hier drauf. So gehört sich das. So, wird ein Schuh draus. Dann kommt das hier vorne drauf. So. Immer wieder den Müll wegräumen, damit wir den nicht vergessen und kein Chaos entsteht. Die können hier an die Seite. Da gehören sie nämlich auch hin. Dann kommt das hier drauf. Und oben drauf darf der Schnee. Und dann können wir schon die Seitenteile zusammenbauen. Ja, wenn man darauf achtet, wo man es hinbaut. Eigentlich gehört das auf die andere Seite. Ist nicht schlimm, bauen wir es von hinten an, dann hat es nach hinten ein Fenster. Darauf sollte man achten, das gehört auf die andere Seite. Ich habe es jetzt auf die Rückseite geklebt. Ist aber nicht schlimm, so kann man, ich will es ja eh drumrum dekorieren. Also von daher gibt es definitiv Schlimmeres. So. Und dann natürlich einmal dieses hier und das Teil vom Dach. Das wird da hin, das gehört hier hin, das gehört da oben drauf. So, Nummer 1. Und Nummer 2.
Dem hier war ich das letzte Mal nicht ganz so zufrieden. Der hat echt nicht gut gehalten. Müsste ich mir noch überlegen, ob ich den noch mal festklebe in sich. So. Und hier, das ist der Klebestreifen. Gott, ist das fuddelig. Ihr seht. So. Das hier oben ist die nicht klebende Schicht. Das ist die klebende Schicht. Wir wollen das hier oben drauf kleben. Also machen wir es mal so rum. Aber es ist super, es ist alles dabei. Man braucht im Prinzip nur noch eine Schere und dann kann man schon loslegen. Das Schildchen. Dann diese hier. Die klebe ich wieder fest, weil ich finde sie festgeklebt wirklich, wirklich sinnvoller. Auch wenn es nicht drauf steht. Und wahrscheinlich der Kleber gar nicht für beide und alles reicht. So, Nummer 1 geklebt. Dann kommt Nummer 2. Ja, der Kleber reicht gar nicht für beide. Also es ist nur noch ein bisschen Kleber da, aber das ist ja auch eigentlich egal. Dann kommen die beiden drauf. Nummer 1. Und Nummer 2 mit den ultra süßen kleinen Kügelchen. Kügelchen Nummer 1. Kügelchen Nummer 2. Kügelchen Nummer 3. So sieht das dann aus. Hinten die Schutzfolie abziehen. Und dann wird es hier auf die Seite, also ich klebe es auf. Ich finde, das ist ganz ehrlich praktischer, als es reinzuklemmen. Weil normalerweise wird es hier einfach nur reingeklemmt. Und sobald ich es bewege, fällt es halt raus. Ja, es ist theoretisch stabil, aber muss nicht sein. Komm raus. Nummer 1. Nummer 2. Und dann die beiden 3 Kugeln. Und so sieht er dann aus. Dann wird hinten die Schutzschicht für den Kleber abgezogen. Und man kann es hier reinkleben. Also ich klebe es rein. So, der kann dann auch weg. Und es ist schon wieder überall total viel Glitzer. Man merkt, die Weihnachtszeit ist da. Ach so. Bevor ich es vergesse, auf das Schildchen kommt auch noch mal der Schnee. Sola.
hier der Schnee. Ich hoffe, ihr seht. Und dann kann der auch hier oben reingesteckt werden. Und dann, ja, wie machen wir das jetzt mit dem lieben? Ich bin echt am Überlegen, ob ich den zusammenklebe. Fände ich gar nicht so übel, die Idee. Wie klebt der denn? Der klebt so. Das heißt, wenn ich den so festklebe und Gott, ist das eine Fullei. Ich komme auch immer auf Ideen. So festklebe. Einmal so. Ungefähr. Und dann nehmen wir einfach noch mal was von meinem Klebeband. Ist ja jetzt nicht melodramatisch. Die Seite, also ihr seht, einmal hier und einmal da Klebestreifen, und das gleiche mache ich jetzt bei diesem Teil des weil das letzte Mal ist er mir wirklich alle Nase lang gefühlt auseinandergefallen, sobald ich das Häuschen bewegt habe, und das ist sehr, sehr doof. Also ich finde die Häuschen mega süß, versteht mich nicht falsch, ich finde die super toll, und mein Resümee ist immer noch das gleiche: Es ist ein super Geschenk, es ist also so ein Zwischen Durchding. Das ist ein super tolles kleines Bastelset für Kinder, für nicht sehr geduldige Jugendliche oder Erwachsene, die ein schnelles Ergebnis haben wollen. Es ist super für einen Adventskalender, gerade bei dem Preis. Für 1,99 Euro kann man echt nicht viel falsch machen. Da sind die Kinder definitiv ein bisschen beschäftigt. Also von daher ist das ein mega cooles Teil. Seien wir mal ganz ehrlich. Aber auch mega coole Teile können Schwächen haben. So wie das fehlende Kleben hier. So, dann dürfte das einmal komplett drumherum geklebt sein. Und hier kleben wir auch nochmal, dass es dann am Haus klebt, so wie es ursprünglich gewollt war. So, dann einmal so. Und es klebt am Finger. Und einmal so. Das ist schon mal Teil Nummer 1. Jetzt brauche ich noch mal einen Teil vom Klebeband. Einfach nochmal zwei Streifen, zwei dünne. Zwei dünnere. So, Streifen Nummer 1. Und Streifen Nummer 2. Und dann kleben wir das mal zusammen und gucken, ob es hält. Hoffentlich so, wie ich mir das denke. Türchen Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Und Nummer 4. Also an der Seite vom Dings hält es schon mal. Erstaunlich gut. Moosgummi scheint sich echt gut mit, also so dünnes zumindest, scheint sich echt gut
mit doppelseitigem Klebeband kleben zu lassen. Dann nochmal das hier. Und dieses hier. Nummer 3 und Nummer 4. So, und es hält auf jeden Fall um Längen besser als das letzte nur gesteckte. Also beim Haus ist das Stecken super, beim Schornstein ist es etwas schwierig, nur gesteckt zu haben oder nur zu stecken. So, jetzt kleben wir noch den Schnee auf, bevor ich den auch noch vergesse. Aber ich denke, wenn ich mir das angucke, so allgemein bleibt mein Resümee. Das kann ich so schon mal zusammenfassen, während ich den Schnee aufklebe. Ich finde das Haus ultra niedlich. Es hat Spaß gemacht, es zusammenzubauen oder macht immer noch Spaß. Das ist eine nette, kurzweilige, süße kleine Bastelei, die jetzt weder viel Geld noch viel Zeit oder viel Material in Anspruch nimmt. Also wenn man nicht meint, man müsste, wie ich jetzt, die ganzen Sachen nochmal einzeln zusätzlich aufkleben, reicht der Kleber und man braucht eigentlich zusätzlich, ihr seht, der Schornstein hält, wackelt, hat Luft, perfekt. Braucht man nur noch zusätzlich eine Schere, um den Kleber in die richtige Bahn zu schneiden. Und ja, dass das hier nicht so ordentlich oder dass ich das Gefühl habe, es lässt sich nicht so schön aus den Formen nehmen wie das letzte Mal. Das kann an vielem liegen. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Der Fauxpas mit dem Fenster ist meins, also dass ich die Schneeflocke aus Versehen auf der Rückseite befestigt habe. Da hätte ich besser gucken können. Aber hey, ohne kleinen Fehler, was wäre das Basteln? Das macht sowas doch... Oh Gott, klebt das gerade. Das macht es doch individuell. Aber ich finde, ganz ehrlich, ich finde es süß. Nur von der Farbgestaltung fand ich das andere viel, viel schöner. Also die Mischung aus Rot-Weiß. Also das andere war ja komplett rot. Mit dem weißen Vorderteil finde ich viel, viel schöner, viel, viel farbenfroher als das Braun. Das ist mir auf der Verpackung auch gar nicht so aufgefallen, dass das, oder vielleicht kam es auch nicht so rüber. So. Dass ich das viel schöner finde, das kann ich aber jetzt auch gar nicht sagen, woran es liegt. So, einmal und zweimal. Ansonsten, wie gesagt, bleibe ich bei meiner Meinung. Erstens, ich bin fertig, aber ich bleibe bei meiner Meinung. Es ist ein unglaublich niedliches kleines Häuschen. Super süß mit dem Weihnachtsmann, mit der Deko. Ja, hier hinten ist mir ein Fehler unterlaufen, aber das passiert. Und wie gesagt, für mich war es jetzt wichtig, ihn nochmal richtig festzukleben. Und der Rest ist alles optional. Wenn man mehr Deko-Sachen hat, kann man mehr dekorieren. Also man hat bestimmt nochmal Sticker übrig. Also jetzt ist mir der Weihnachtsmann runtergefallen. Man hat bestimmt noch mal Candy-Sticker übrig oder sonst irgendwas, die man aufbringen kann. Die Farbe gefällt mir nicht so. Das Rot fand ich schöner, sagen wir es mal so. Aber ich finde es super süß. Es ist super knuffig. Und es hat echt Spaß gemacht. Und was ich das letzte Mal total vergessen habe, man hat noch mal eine Deko oder man könnte das als Stempel benutzen. Dieses
die Schneeflocke. Wie seht ihr das? Fandet ihr auch das Rote schöner oder findet ihr das Braune schöner? Seid ihr auch manchmal, wenn ihr wisst, wie es funktioniert, etwas fahriger oder nehmt ihr euch genauso viel Zeit, wenn es nichts ultra kompliziertes ist, sondern seien wir ehrlich, das ist ab 5 Jahren, das ist jetzt super einfach zusammenzubauen. Wenn ich nicht so viel quasseln würde, wäre das eine paar Minuten Aufgabe. Lassen wir mal die Kirche im Dorf. Seid ihr da auch so oder eher so, ihr konzentriert euch durch und seid straight immer vorsichtig? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ihr wisst, ich lese eure Kommentare super, super gerne. Und ich reagiere auch auf eure Kommentare. Ich erwähne das irgendwie immer wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch das Häuschen gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Wenn nicht, dann nicht. Ihr kennt das Spiel. Und wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt und benachrichtigt werden wollt, lasst mir ein Abo da. Also drückt den Abonnierknopf und drückt die Glocke. Dann werdet ihr immer informiert. Ihr verpasst kein Video mehr, wenn ich was hochlade. Sonst würde ich sagen, riesengroße lange Überlegungspause. War's das? Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag. Genießt eure Zeit, bleibt kreativ und wir sehen uns.